Unsere Menschenaffenkinder. Der Gorilla. Sicher hat es noch nicht gerade viele Menschen gegeben, die wie wir jahrelang mit Gorillas zusammen in einer Wohnung leben. Aber wenn man das tut, dann entdeckt man immer wieder Neues an ihnen und interessiert sich für alles, was man über das Leben dieser unheimlichen Waldgeschöpfe hier und da aufgezeichnet findet. Es ist recht wenig, erstaunlich wenig. Dabei liegt die erste Kunde von ihnen schon weit zurück. Im Jahre 460 vor unserer Zeit, also vor über 2500 Jahren, stach von Karthago aus eine ungewöhnlich große Flotte in See, die von Hanno, einem der höchsten Staatsmänner der großen Handelsstadt, befehligt wurde. Es waren 60 Schiffe, jedes mit 5 übereinander sitzenden Reihen von Ruderern bemannt. Insgesamt zogen sie damals 30.000 in Libyen ansässige Phönizier durch die Meerenge von Gibraltar und immer weiter an der Küste Afrikas südwärts, bis sie nach Kamerun kamen. So weit war man bis damals noch nie gefahren. Die Flotte versuchte, den Niger aufwärts zu reisen, musste aber an Stromschnellen wieder umkehren. Vermutlich im heutigen Gabun traf die Expedition mit riesigen schwarzen Menschen zusammen, die behaart waren. Sie fletschten die Zähne, grunzten, drohten und als die Karthager nach alten Sklavenjägerweise ein paar von ihnen fangen wollten, bissen selbst die Weiber so fürchterlich um sich, dass sie getötet werden mussten. Hanno ließ diesen seltsamen, behaarten menschlichen Geschöpfen das Fell abziehen und brachte die heute mit nach Karthago, wo sie im Tempel aufgehängt wurden. Dort sind sie offensichtlich Jahrhunderte geblieben. Noch nach einem halben Jahrtausend sahen sie die römischen Eroberer, wie Plinius berichtet, der 79 nach unserer Zeit beim Ausbruch des Vesuvs ankam. Die Dolmetscher hatten Hanno erzählt, dass diese merkwürdigen wilden Geschöpfe Gorillas hießen. Ob es wirklich Angehörige der großen Menschenaffenart waren, wird sich nie klären lassen. Manche Forscher nehmen an, dass es sich vielleicht nur um Paviane gehandelt habe. Aber das ist wohl unwahrscheinlich, denn die Phönizier werden auf ihren weiten Handelsfahrten in Nordafrika längst Paviane kennengelernt haben. Sie hätten denn nicht Pavian heute als Seltenheit aus Kamerun nach Hause gebracht. Es hat lange gedauert, bis wieder Nachrichten von diesen riesigen Tiermenschen nach Norden kamen. Ende des 16. Jahrhunderts wurde der englische Matrose Andreas Buttle von den Portugiesen gefangen genommen und jahrelang in Westafrika festgehalten. Er beschreibt zwei Menschenaffenarten, in denen wir unschwer Gorillas und Schimpansen erkennen können. Die Gorillas nennt er Pongo und behauptet, dass sie nach dem Abzug der Menschen an das Lagerfeuer kämen, sich dort wärmten, aber nicht genug wären, um neues Holz ins Feuer zu legen. Vieles andere, was er von den schwarzen Riesen erzählt, hat sich später als richtig erwiesen. Die ersten lebenden Schimpansen kamen schon um 1640 nach Europa, aber von den übrigen Menschenaffenarten erfuhr man nicht viel. In den wissenschaftlichen Büchern der damaligen Zeit werden Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen ständig verwechselt, aber auch mit den Zwergvölkern und verschiedenen wilden Menschenrassen durcheinandergeworfen. Erst um 1860 brachten der Missionar Savage und der Reisende Du Chaillu nähere Beschreibungen, Schädel und Häute nach Europa. Nach Du Chaillu sind Gorillas grausige Ungeheuer des Urwalds, die jeden Menschen angreifen und zerreißen. Er beschreibt das fürchterliche Gesicht, die riesige Gestalt, das schreckliche Brüllen und das Trommeln mit den Fäusten auf der Brust vor dem Angriff. Seine Schilderungen haben den Gorillas ein halbes Jahrhundert als ungeschlachten Waldteufeln das Bewusstsein der Europäer eingehen lassen. Später hat man seine Angaben bezweifelt und je besser die Ausrüstung der Jäger und Forscher wurde, je sicherer und durchschlagender die Büchsen schossen, umso friedlicher, ja zum Schluss fast liebenswürdig, wird das Bild der riesigen Menschenaffen im Laufe der Jahrzehnte. Du Chaillu hat trotzdem vermutlich nicht besonders übertrieben. Wenn man mit den unvollkommenen Waffen der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch einem Riesentier wie einem Gorilla gegenübersteht, lässt man sich von seiner Körpermasse, von seinem schrecklich menschlichen Gesicht und seinen Drohungen eben leichter einschüchtern als heutzutage im beruhigenden Besitz moderner, zuverlässiger Gewehre. Der tüchtige Amerikaner Martin Johnson, der im Auto und im Kleinflugzeug mit der Kamera hinter Löwen, Nashörnern und Gorillas her war, und der nicht durch Löwen, sondern bei einem Verkehrsunglück in Nordamerika umkam, ist wochenlang mit gezücktem Aufnahmegerät Gorillas gefolgt. Sie haben ihn häufig gesehen, haben ihn nur manchmal angeschimpft und sind ihm immer ausgewichen. Wirklich, sie sind nicht angriffslustig. Lebend kamen Gorillas erst am Ende des vorigen Jahrhunderts nach Europa. Zwei davon gelangten bis zu Hagenbeck. Einer hat 13, der andere 17 Tage dort gelebt. Sie sind, wie der alte Hagenbeck erzählt, an Heimweh gestorben.
Das mag bei älteren Tieren nicht ganz auszuschließen sein, aber immerhin erhielten die damaligen Tiermagazingebäude kaum irgendwelche Einrichtungen, die heute in einem Menschenaffenhaus selbstverständlich sind. Im Berliner Aquarium, wohin später einmal ein Gorilla für einige Zeit gelangte, gab man ihm zum Frühstück ein paar Wiener, Frankfurter oder Jauersche Würste oder ein Hamburger Rauchfleisch, Berliner Kuhkäse oder sonst wie belegtes Butterbrot. Dazu trank er am liebsten seine kühle Weiße. Mittags bekam er zuerst eine Tasse Bouillon, dann Reis oder Gemüse, Kartoffeln, Mohrrüben oder Kohlrabi mit Fleisch gekocht. Also alles Nahrungsmittel, die er mit Sicherheit in seiner Heimat nicht zu sich nimmt. Heute sind wir in der Ernährung der Wildtiere in zoologischen Gärten weiter. Und dementsprechend haben die Tiergärten immer bessere Erfolge bei ihrer Haltung. Von den drei Menschenaffenarten ist der Schimpanse der häufigste. Schimpansen sind die lebhaftesten und intelligentesten Menschenaffen. Sie sind uns am meisten verwandt. Weit enger noch als zum Beispiel die Gorillas. Immerhin haben von allen höheren Herrentieren nur Gorilla, Schimpanse und Mensch vielerlei Merkmale gemeinsam, wie zum Beispiel die Stirnhöhlen. Der asiatische Orang-Utan steht uns weit ferner. Auch die Eiweißbausterne unserer Körpers sind denen der Schimpansen am ähnlichsten, während sie beim Gorilla schon ein andersartiger und beim Orang-Utan wesentlich abweichender sind. Wer einmal einen ausgewachsenen oder fast erwachsenen Gorillamann in einem Zoo sieht, muss diesen Eindruck erst verarbeiten. So ein Tier kann bis 2,30 Meter groß werden, obwohl es kurze Beine hat. Ein Gorillamann, der 1930 von einer wissenschaftlichen Expedition mit besonderer Erlaubnis in Birunga-Vulkangebirge des Albert-Nationalparks erlegt wurde, war 325 Kilogramm, also 6,5 Zentner schwer. Hatte 185 cm Brustumfang und seine ausgebreiteten Arme klafterten 3 Meter. Dabei gibt es noch größere Gorillas mit Schulterbreiten von 1,10 Meter. Diese männlichen Gorillas wirken ungeheuerlich und übermenschlich. Und man mag sich das Grauen der ersten Weißen wohl vorstellen, die ungenügend bewaffnet solch einem menschlich aussehenden Tier gegenüberstanden. Solche Riesen konnte man in den ersten Jahrzehnten kaum in Zoos sehen. Im Zoo Philadelphia starb 1961 Bambu im Alter von 34 Jahren. Zurzeit lebt dort noch Massa, der im Dezember 1930 auf die Welt kam und jetzt 170 Kilogramm wiegt. Sie sind die ältesten Zoo-Gorillas. Der New Yorker Gorillamann Makobo ist am 13. Mai 1951 im Wasserabsperrgraben seines neu gebauten Freigeheges ertrunken. Er hatte sich über das Wasser gebeugt, war hineingestürzt und wie ein Stein abgesunken. Dabei machte er keine Schwimmbewegungen und benutzte auch die Stricke und Aussteigleiter nicht, die vorsorglich am Ufer angebracht waren. Ein Tierfänger erzählte mir, dass auch kleinere Flüsse in Afrika unüberschreitbare Hindernisse für Gorillafamilien bilden. Während den gewöhnlichen Affen und fast allen Tieren das Schwimmenkönnen angeboren ist, machen die drei Menschenaffenarten und der Mensch darin eine Ausnahme. Es gibt heute auf dem Erdball noch etwa 15.000 bis 20.000 Gorillas, etwas weniger im Vergleich zu rund 3 Milliarden Menschen. Die Mehrzahl der Gorillas lebten in den Urwäldern von Westafrika, um den Golf von Guinea herum, und rund 3000, und zwar die Berggorillas, hausen in Zentralafrika, mehr nach Osten hin, in den Vulkangebirgen zwischen dem Eduard und dem Divu-See. Dort hat man, hauptsächlich um gerade sie zu schützen, 1925 den Albert-Nationalpark gegründet, ein 315.000 Hektar großes Naturschutzgebiet. Die Gorillas haben da teilweise 3000 bis 4000 Meter hoch ihre Heimat. Ich bin 1955 in dieser Gegend gewesen. Dichter Bergwald, eigentlich mehr Gebüsch, Wolkennebel, kalt, ständiger Regen. Das troff und rieselte und war so ungemütlich, dass mir die Berggorillas geradezu leid taten, hier leben zu müssen. Aber natürlich war das eine stark vermenschlichende Denkweise. Während der Albert-Park zum Kongo gehört, kommen angrenzend im Südwesten Ugandas ebenfalls noch Gorillas vor. Die Gorilla-Weibchen sind kaum halb so groß wie die Männer. Während sie und die halbwüchsigen Jungen mitunter in 4 bis 6 Meter Höhe Schlafnester bauen, steigen die überschweren Männer kaum jemals auf Bäume. Sie schlafen auf der Erde. Während Schimpansen weniger, aber besser speisen, nehmen wilde Gorillas große Mengen von oft nicht sehr nährwertreichen, aber stark zellulosehaltigen Schößlingen auf. Sie ziehen zum Beispiel das Mark der Bananenstauden deren Früchte vor. Sie sollen in Familien von manchmal 10 bis 15 Köpfen leben. Aber die Größe eines Rudels, die Art der Ernährung und der Übernachtung wechseln wohl in verschiedenen Gegenden. Im Jahre 1953 wusste ich genau über jeden Gorilla Bescheid, der irgendwo außerhalb Afrikas in einem Winkel der Erde lebte. Gerade hatte ich nämlich eine Volkszählung für sie abgeschlossen.
mit Luftpostbriefen, Fragebogen, Telegrammen. Es waren genau 56 und das ist nicht gerade viel. 35 davon waren Männer. Fast kriminalistischer Spürsinn war nötig, um den letzten in Florida ausfindig zu machen, der mit einem Schausteller herumreiste. Dessen Frau schrieb mir, dass der halbwüchsige Mejingo ein sehr lebenswerter Bursche sei und mit ihnen eng zusammenlebe. Sie fügte stolz hinzu, dass die einzige Gorillashow Amerikas hätten. Wenn andere Schausteller behaupten sollten, sie zeigten auch Gorillas, so geben sie Schimpansen fälschlich als Gorillas aus. Wie wir das früher auch gemacht haben, fügte die gute Frau offenherzig hinzu. Die meisten dieser Gorillas habe ich übrigens persönlich kennengelernt. Als 1960 Honegger meine Zählung wiederholte, war die Zahl der Zoogorillas auf 124 gestiegen. Wieso ich mich so um diese riesen Menschenaffen bemühe? Die Sache fing wie gesagt eines Tages im August an. Damals kam ich gerade von einer Auslandsreise zurück. Wie alle Bauern und Zoodirektoren in solchen Fällen ging ich nicht gleich in die Wohnung, sondern erst durch die Ställe. Am Raubtierhaus kam mir unser jüngster Lehrling entgegen und sagte mir, es seien drei Gorillas bei uns angekommen. Unsinn, erwiderte ich ihm. Du meinst natürlich Schimpansen. Auch jeder Lehrling im Zoo muss den Unterschied zwischen den drei einzigen Menschenaffenarten kennen, die es auf Erden gibt. Die schwarzhaarigen Schimpansen aus Afrika kommen am häufigsten in den Zoo. Schon viel seltener sind die rothaarigen Orang-Utans aus Ostasien, die meist in Bäumen klettern. Alle Jubeljahre mal aber kommt ein Kind der riesigen schwarzen Gorillas aus Afrika. In Deutschland waren vor dem Kriege nur der Berliner und der Frankfurter Zoologische Garten stolze Besitzer je eines Gorillas. Davon hatte damals der Frankfurter Tommy die längste Gorilla-Lebensdauer in deutschen Zoo-Obhut erlebt. 9 Jahre. Beide, sowohl Tommy wie der Berliner Pongo, kamen in den letzten Kriegstagen um. Der Frankfurter Tiergarten hatte als einziger neben Berlin lange Zeit alle drei Menschenaffenarten gleichzeitig gepflegt. Weil so eine Tradition verpflichtet, hatte ich in dem total vernichteten Zoo das Menschenaffenhaus als eines der ersten wieder aufgebaut, erweitert und sehr modernisiert. Seit Jahren verhandelte ich mit zwei auswärtigen Staatsregierungen, um die Genehmigung Gorillas zu bekommen. Nach einer Konvention vom 8. November 1933, der alle afrikanischen Staaten beigetreten sind, sind Gorillas nämlich völlig geschützt. Sie dürfen nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung der höchsten Landesbehörden zu bedeutenden wissenschaftlichen Zwecken gefangen oder gar getötet werden. Wohl bekam ich die Ausfuhrerlaubnis, aber damit hatte ich noch lange keine Gorillas. Auch ihr Preis war kaum abzusehen. Seit Jahrzehnten waren keine mehr in deutscher Mark gehandelt worden. Schon der erste Gorilla, der wie gesagt 1876 in das alte Berliner Aquarium unter den Linden gekommen und nur 14 Monate am Leben geblieben war, hatte 20.000 Goldmark gekostet. Die kleinen Gorillas, welche in den letzten Jahren nach den Vereinigten Staaten gebracht wurden, sind mit 5.000 bis 22.000 Dollar bezahlt worden. Wie erstaunt und beglückt war ich daher, als ich tatsächlich Gorillas bei uns vorfand. Ein alter Waldläufer hatte es sich Gottlob in den Kopf gesetzt, die drei schwarzen Kinder unmittelbar aus dem Urwald Westafrikas nach Frankfurt zu fliegen. Er schlief auch hier die ersten Nächte zwischen ihnen und trennte sich keine Stunde von ihnen. Da ihm bekannt war, dass meine Frau heikle Menschenaffenkinder in unserer Wohnung aufzupäppeln pflegt, hatte er viel höhere Geldangebote ausgeschlagen. Wir mussten im Tierzimmer schnell eine neue Behausung einbauen und, bis das verendet war, die schwarzen Menschenaffenkinder in unser Wohnzimmer einquartieren. So hauste unsere Familie notgedrungen 10 Tage lang in der Küche. Aber das taten wir gern, denn die drei kleinen Kerle waren wirklich hilfsbedürftig, wie winzige Negerkinder. Wenn sie nur einen Arm oder einen Rockzipfel von meiner Frau erwischen konnten, klammerten sie sich gleich fest und waren nicht mehr loszubekommen. Sieht man, wie liebenswürdig unsere schwarzen Pfleglinge sind, dann kann man sich empören, wenn immer wieder Berichte von Schießern erscheinen, die Gorillas aus Übermut oder Notwehr erschossen haben wollen. Dabei ist sich die ganze Fachwelt aus allen Berichten wirklich zuverlässiger Afrika-Reisender über eines längst klar. Dass noch niemals einer dieser gewalttätigen Gorillamänner in Freiheit einen Menschen außer in äußerster Verzweiflung und Einkreisung angegriffen hat. Gorillas sind sehr scheu und flüchten meist, ehe man sie überhaupt entdeckt hat. Unlängst beschrieb in einer großen Wochenzeitung ein Tierfänger von Hagenbeck, wie er einen Berggorilla geschossen und sich dann mit zwei dieser Riesentiere nach Hamburg eingeschifft habe. Diesem Bericht waren Bilder beigefügt und mit genau denselben Fotos brüstete sich fast gleichzeitig in einer Illustrierten ein Großwildjäger, der in Westafrika einen Gorilla erlegt haben wollte. Die Tierhandelsfirma Hagenbeck teilte mir mit, dass der Herr, der eben den Aufsatz veröffentlicht hatte, bereits vor 12 Jahren verstorben und nie von ihr zum Gorillafang nach Afrika geschickt worden war. Der ganze Bericht sei wohl aus den Fingern gesogen.
Das sind so die Gründe, warum ich hier nicht die üblichen schreckenerregenden Abenteuer mit zähnefletschenden und brusttrommelnden, womöglich weiberaubenden Waldungeheuern berichten kann. Weil also der riesige Menschenaffe-Gorilla uns Menschen von allen Tieren am zweitnächsten verwandt ist, könnte er uns mancherlei Aufschlüsse über die eigene Vorgeschichte liefern. Wir wissen nur, dass er ein gutes Familienleben führt, aber nicht einmal genau, ob er in Einehe oder mehrehig lebt, wie sich Gorillas verständigen, ob sie feste Wohngegenden haben, in welchem Alter sie geschlechtsreif werden oder sterben. Solche Kenntnisse von Wildtieren werden immer erst in zoologischen Gärten gewonnen. Und bisher haben sich die wenigen Gorillas, die in die Obhut von Tiergärten gekommen sind, leider noch niemals fortgepflanzt. Erst wenn wir die Lebensbedürfnisse einer wilden Tierart kennen, haben wir überhaupt Aussicht, sie in der Freiheit vor der Ausrottung zu schützen. In den letzten Jahren sind Gorillas in den Zoos zahlreicher geworden. Das liegt einmal daran, dass die Zahl der Menschen, wie überall, auch in Afrika bedeutend zunimmt, die Schwarzen wie die Weißen. So entstehen neue Dörfer und Farmen in der Urwaldheimat der Gorillas. Die großen Affen brandschatzen die Felder und werden daher von den empörten Besitzern trotz aller Schutzgesetze getötet. Es wird niemals mehr als einige 10.000 Gorillas auf Erden gegeben haben, aber in den nächsten Jahrzehnten wird ihre Zahl sich immer mehr abnehmen. Tötet man Gorilla-Mütter, so bleiben nicht selten hilflose Babys von unter einem Jahr zurück. Diese haben heute viel mehr Aussicht, am Leben zu bleiben als früher. Einmal liegt dies daran, dass Mittel wie Penicillin, Aureomycin und andere moderne Medikamente auch in Innerafrika greifbar sind. Noch wichtiger ist es, dass man dort heute Milchkonserven und Kindernährmittel hinbringen kann. Da es hier im Urwald keine Milchkühe gibt, gingen diese Säuglinge früher meistens zugrunde, weil sie Ersatznahrung wie Banane oder Fruchtbrei nicht vertrugen. Am wichtigsten aber sind die Flugzeuge. Früher konnte ein kleiner Gorilla die schlechte Pflege auf dem wochenlangen Wege zur Küste und auf der noch längeren Dampferreise kaum überdauern, sodass er entweder gar nicht oder nicht mehr lebensfähig in den Tiergarten kam. Heute ist er in ein oder zwei Tagen im Zoo, der ein Gorilla-Baby mindestens die Pflege eines modernen Kinderhospitals für Menschensäuglinge angedeihen lässt. Auch von den europäischen Menschenbabys starben 1876 noch 40%, heute nur 4%. Die Fortschritte der modernen Medizin und Ernährung kommen den Gorillakindern in den Zoos gleichfalls zugute. Von den 56 Zoogorillas der Welt leben 12 in Europa, die anderen in den USA. Der schwerste von allen ist Phil in St. Louis. Er ist 15 Jahre alt und wiegt fast 5 Zentner. Gorillas sind so einmalige Persönlichkeiten, dass sie bei den Fachleuten der ganzen Welt ihrem Namen nach bekannt sind. Jeder weiß, dass Alfred ein Gorillamann war, der 18 Jahre lang im Zoo von Bustel in England gelebt hat. Und Bobby, ein bekannter Berliner, 7 Jahre. Der Tod von Bushman, einem der beiden zoologischen Gärten von Chicago, ging auch durch die deutschen Tageszeitungen. Dieser prächtige schwarze Mann war besonders gut gewachsen, mit breitem Brustkorb, schlanken Hüften und einem langen Haarkleid in den Armen. Als er durch das Versehen eines Wärters einmal auskam, gelang es den Riesen mit Hilfe einer kleinen Schlange und einer Schildkröte wieder in eine sichere Behausung zu treiben. Alle Menschenaffen haben ja eine seltsame Angst vor Reptilien. Allen fiel ein Stein vom Herzen, denn so ein großer Gorillamann kann bei Fangversuchen viel Unheil anrichten. Bamboo Philadelphia, lange Zeit der Senior unter den Zoo-Obhut lebenden Gorillas, hatte einmal einem Wärter erst einen Finger und dann den Arm abgebissen. Nach dem Tode Bushmans untersuchten die Wissenschaftler in Chicago sorgfältig seine Organe und stellten fest, dass er im Alter von 23 Jahren an einer Art Beriberi, einer Vitaminmangelkrankheit, gestorben wäre. Offensichtlich brauchen Gorillas besonders viel von B-Vitaminen, die auch im Fleisch stark enthalten sind. Nach den Berichten von Jägern und Forschern, die toten Gorillas in Afrika den Magen aufgeschnitten haben, leben die großen Menschenaffen aber rein vegetarisch. Den Zooleuten war es schon immer aufgefallen, dass manche ihrer Gorillas an Fleisch Geschmack gewinnen. Dafür gibt es eine einleuchtende Theorie. Wildlebende Menschenaffen haben Unmengen winziger, einzelliger Lebewesen im Darm, welche die an sich unverdauliche Rohfaser der Pflanzennahrung aufschließen und in Eiweiß umwandeln. Diese kleinen Urtierchen werden zum Teil vom Darm selber mitverdaut. Sie liefern so den Menschenaffen Eiweiß. Sobald die Gorillas und Schimpansen aus Afrika herauskommen, verwandelt sich die Kleinlebewelt in ihrem Darm, die Urtierchen verschwinden und so ist wohl der plötzliche Fleischhunger mancher Menschenaffen zu erklären. Gerade aufgrund der Todesursache des berühmten Bushman gibt man jetzt in den meisten Tiergärten den Gorillas gelegentlich Beefsteaks, gekochtes Geflügel, fast immer aber Eier. Der zweitälteste Gorilla war lange Zeit so lang in Paris, die 24 Jahre dort lebte und täglich ein Beefsteak verspeiste. Bamboo und Massa im Zoo von Philadelphia wurden übrigens im Kleinkindalter als Pärchen erworben.
Erst nach Jahren stellte sich heraus, dass Massa auch ein Mann war. So etwas ist bei Gorillas gar nicht selten, weil sie in der Jugend winzige, unterentwickelte Geschlechtsorgane haben. Auch die Basila Achilla hieß die ersten 3 Jahre Achilles. Sie verschluckte als Kind den 4-Farben-Kugelschreiber ihres Wächters, um ihn vor ihrem Spielkameraden, einem jungen Schimpansen, in Sicherheit zu bringen. Weil Brech- und Abführmittel nichts halfen, schnitt man dem Gorilla-Kind am 4. Tag den Bauch und den Magen auf. Es hat diese Operation gut überstanden. In einem amerikanischen Farbfilm, Mogambo, haben die meisten Zuschauer das Schönste und Wichtigste übersehen, weil sie gar nicht darauf aufmerksam gemacht wurden. Dieser Film enthielt nämlich die ersten farbigen Aufnahmen, die von einer wildlebenden Gorilla-Familie in Afrika gemacht wurden. Es ist der Metro-Goldwyn-Mayer zu verdanken, dass sie diese Szenen nicht nach Hollywood-Manier mit Menschen in Pelzkostümen und Gorillaköpfen aus Pappe gedreht hat, sondern Fachleute und Hunderte von Eingeborenen Ende Januar 1953 für eine Expedition im damaligen Französisch-Äquatorial-Afrika in der Nähe des Kongo-Nebenflusses Sanga bei dem Dorf Oka aufgeboten hat. Der französische Wissenschaftler Blancou hat mir mitgeteilt, wie diese Aufnahme zustande gekommen ist. Mit einem großen Aufgebot von schwarzen Treibern wurde eine Gorillafamilie eingekreist und dann in einem Waldstück mit Metallnetzen eingeschlossen. Diese Drahtgeflechte waren mit bunten Tuchlappen behängt, um die Menschenaffen abzuschrecken. Außerdem hatte man elektrische Drähte herumgezogen, deren Schlag die Tiere abschreckte. Man warf den Menschenaffen reichlich Nahrung hinein und konnte sie auf diese Weise 10 Tage eingesperrt halten. Ein junger Gorilla wurde in dieser Umzäunung tot angetroffen, ohne dass er verwundet worden war. Die Leichenöffnung, welche von dem französischen Expeditionsarzt vorgenommen wurde, gab keine Anhaltspunkte für die Todesursache. Der Arzt vermutete, dass das Tierchen von einer Kobra gebissen worden war, die man kurz zuvor in seiner Nähe auf der Erde gesehen hatte. Wahrscheinlich ist der Gorilla der Giftschlange nur in der allgemeinen Aufregung infolge der Treibjagd zu nahe gekommen. Ein anderer Gorillamann von 55 Kilogramm Gewicht musste mit Pistolenschüssen in dem Augenblick getötet werden, als er ein Gorillakind von 3 bis 4 Jahren auf der Erde zu erwürgen drohte, und zwar am Fuße eines Baumes, auf den sich die anderen, erwachsenen Menschenaffen geflüchtet hatten. Der Grund für dieses bösartige Verhalten war nicht klar. Vermutlich war auch die Erregung daran schuld. 2 andere große Männer, die im Film gut zu sehen sind, von denen aber keiner schwerer als 120 Kilogramm war, haben wiederholt die Filmoperateure angegriffen. Die Kameramänner haben diese Gorillas zweifellos gereizt, um die Aufnahmen gefährlicher und interessanter zu machen. Die drohend heranstürmenden Affenmänner hielten jedoch immer 1 oder 2 Meter vor dem Netz an und drohten von da wütend mit gesträubten Haaren und mit Kreischen. Vielleicht hatte sie die erste Berührung des elektrisch geladenen Drahtes vorsichtig gemacht. Aber wir wissen von anderen Beobachtern, die Zufallsbegegnungen mit wütenden Gorillamännern hatten, dass diese auch sonst häufig kurz vor dem Feinde stoppen und sich mit Drohungen begnügen. Die Familie bestand aus 9 Köpfen, dem alten Mann, einem 2. Erwachsenen, einem halberwachsenen männlichen Tier, 4 großen Weibern und 2 kleinen Buben. Vielleicht war beim Einkreisen auch ein Teil abgetrennt worden, denn meistens sind die Gorilla-Familien noch größer. Über eine Woche konnte man es so zum ersten Mal diese schwarzen, so menschenähnlichen Geschöpfe dabei beobachten, wie sie nach Nahrung suchten, wie sie sich untereinander unterhielten und wie sie ihre Schlafstätten unter den Bäumen vorbereiteten. Der alte Mann schlief immer, indem er rechts und links 2 andere Erwachsene mit den Armen umfasst hielt. Wer in dem Film genau Acht gab, wird verwundert gewesen sein, dass diese wilden Gorillas von Ananas lebten. So ganz unnatürlich ist das nicht, denn es kommen dort im Urwald gelegentlich wild wachsende Ananas vor. Die eingeengten Tiere zogen jedenfalls die Ananas den gleichfalls zugeworfenen Bananen vor. Die Gorillas verbrauchten erstaunliche Mengen. Man musste sich anstrengen, um ganze Berge von Ananas herbeizuschaffen. Der alte Gorillamann nahm die zugeworfenen Früchte an sich, riss die Schale ab und verteilte sie dann an seine Familie. Streitereien, die sich zwischen den eingeschlossenen Tieren ergeben würden, wurden zunächst immer durch diese Familienvater geschlichtet. Aber am Ende der ersten Woche stieg die Reizbarkeit immer mehr und es gab ein halb abgerissenes Ohr und eine schwer verletzte Augenbraue. Die Tiere schienen sich in höchster Not zu fühlen. Durch das Hin- und Hergehen hatte die Gorillagruppe nämlich das Unterholz und das Gebüsch immer mehr zerstört und zertrampelt, sodass das Rechteck von 50 mal 30 Metern nach 8 Tagen ganz kahl war. Nur 2 große und einige mittlere Bäume waren noch stehen geblieben, ein eindrucksvoller Gegensatz zu dem Walddickicht daneben. Dieser Aufenthalt und der kahl gewordene Fläche quälte die Tiere sichtlich, besonders wenn die Sonne schien. Wenn sie auch reichlich mit Ananas versorgt wurden, so störte sie diese ungewohnte Nahrung wohl ebenfalls. Alles trug dazu bei, sie immer mehr zu reizen und zu erbittern. Ein amerikanischer Spezialist fing noch einen 3- bis 4-jährigen kleinen Gorilla geschickt mit dem Lasso. Dann nahm man die Umzäunung weg und gab den großen Menschenaffen ihre Freiheit wieder.
Die Weiber warteten fast eine Stunde, ehe sie davon Gebrauch machten, und der große Mann ging sogar erst in der Nacht weg. Es ist also möglich, eine Gruppe Gorillas im Urwald selbst für längere, vielleicht sogar für beliebig lange Zeit eingekreist festzuhalten. Man muss dann aber dieses Gehege, das Tag und Nacht von einer Kette Wächter und von Feuern geschützt wird, allmählich verschieben, um wieder frische Pflanzen hineinzubekommen. Auf jeden Fall ist das recht umständlich und kostspielig. Übrigens wurden auch in einem bekannten farbigen Dokumentarfilm über die Tierwelt des Kongo-Gorillas gezeigt, die unsichtbar eingesperrt gehalten wurden. Eines Tages saß meine Frau mit vier Schimpansenkindern am Abendbrottisch. Es gab Butterbrot und Obst, dazu Weintrauben, die Irumu leidenschaftlich gern isst. Natürlich hatte sie die Trauben auf ihrem Teller in Handumdrehen aufgegessen und versuchte, sich welche von ihrem Spielgefährten Yindi zu holen. Meine Frau untersagte ihr das. Daraufhin nahm Irumu nach einer Weile die Hand ihrer Pflegemutter und führte sie an Yindis Teller. Doch meine Frau ließ sich auch dadurch nicht erweichen, sondern legte im Gegenteil eine Weintraube mitten auf den Tisch. Langsam und scheinbar ganz zufällig rückte Irumurus Hand immer näher an die begehrte Frucht heran. Als die Finger sie fast berührten, räusperte sich meine Frau, worauf die Hand sich zurückzog. Während Yindi gern Salat isst, legt Irumu keinen großen Wert darauf. Wieder eine Weile später nahm sie spielerisch ein Salatblatt und deckte damit die Traube zu. Da meine Frau sich um dieses Experiment nicht zu kümmern schien, holte sich Irumu schließlich das grüne Blatt einschließlich der Traube darunter und aß sie auf. Ich beschreibe diesen Vorfall hier, weil heute früh der Brief eines Studienrates bei mir ankam. Er wollte wissen, was er seinen Schülern auf die Frage, ob die Tiere denken könnten, wohl antworten sollte. Natürlich musste man das erst eine Menge Gegenfragen stellen. Was verstehen Sie in diesem Fall unter Tiere? Einen Regenwurm oder einen Menschenaffen? Natürlich steht ein Menschenaffe einem Menschen nicht nur in der äußeren Gestalt, sondern auch im Fühlen und in der Intelligenz unendlich viel näher als einem Maikäfer. Obwohl Schimpansen und Maikäfer Tiere sind. Man hat in vielen Versuchen nachgewiesen, dass die Herrentiere, wie die Affen von Biologen genannt werden, überlegt und einsichtig handeln können und dass sie uns in mancher Hinsicht fast beängstigend ähnlich sind. Natürlich sind sie deswegen noch keine Menschen, dazu fehlt ihnen zum Beispiel die Sprache. Diese und nicht das Denken, auch nicht unsere Gestalt, unterscheidet uns grundsätzlich von unseren Mitgeschöpfen. Und doch, wie oft sind gar überhebliche Leute zu mir gekommen, die im Affen nur ein Amüsement für Kinder oder für die oberflächlichen und unüberlegtesten unserer Zoobesucher sahen. Ob es nun Anthropologen, Psychologen oder Philosophen waren, immer sind sie sehr nachdenklich nach Hause gegangen. Nicht, weil wir diskutierten und ich sie mit Gründen überzeugt hatte, sondern einfach, weil sie mit angesehen haben, wie sich Menschenaffen, nach uns die geistig höchst entwickelten Lebewesen dieser Erde, benehmen, wenn sie unter Menschen leben. Deswegen möchte ich auch hier nur davon erzählen, wie unsere Gorillakinder sich in unsere Familie eingefügt haben. Thomas, Carlo und Rafiki sind die Jungens, welche im Alter von 1 bis 2 Jahren und im Gewicht von 6 bis 8 Kilogramm eines Tages zu uns kamen. Den kleinsten Gorilla nannten wir Rafiki, was auf Suaheli so viel wie guter Freund bedeutet. Rafiki hat auch den freundlichsten Charakter von allen dreien. Auch wenn er wütend wird, versucht er niemals zu beißen, was die beiden anderen und sogar Menschenkinder gelegentlich schon mal tun. Je älter unsere Gorillas werden, umso vornehmer kommen sie uns gegenüber Schimpansen vor. Die Schimpansen sind uns am meisten verwandt, am menschenähnlichsten und gewiss auch am gescheitesten. Sie haben aber auch alles so typisch menschlichen Eigenschaften. Schadenfreude, die Lust, andere zu necken und zu quälen, Bosheit. Gorillas sind mehr Tier. Zwar lustig, verspielt, mit Neigung zu derben Späßen, aber im Grunde gutmütiger. Rafiki, der bei seiner Ankunft kein Haar am Körper hatte, hatte seine Haare bei richtiger Kleinkinderernährung schon innerhalb 6 Wochen wiederbekommen. Als sie erst ziemlich kurz nachgewachsen waren, sah er zeitweise sehr lustig aus, wie ein Plüschtier. Monatelang waren seine Haare dunkelblond mit schwarzen Spitzen. Es war ein blonder Gorilla. Solche Farbabweichungen, selbst weiße Flecken, sind auch bei wilden Gorillas nicht ganz selten. Im Alter von über 4 Jahren unterschied sich Rafiki allerdings in der Haarfarbe kaum noch von seinen Kameraden. Nicht, weil wir damals die kleinen Gorillas durchaus zu schwarzen Menschenbabys machen wollten, besorgten wir für sie einen Zwillingskinderwagen, sondern weil meine Frau es kaum schaffte, alle drei gleichzeitig, sie wogen zusammen 46 Kilogramm, auf dem Arm zu tragen. Die kleinen Gorillas waren mit dem Wagen sehr einverstanden, indem wir sie genau wie Menschenkinder einschläfern konnten, wenn wir sie darin herumfuhren. Sobald das Gefährt aber anhielt, stiegen sie einfach aus. Das fällt so einem Menschenaffenkind ja viel leichter, weil es auch noch mit den Füßen greifen und klettern kann. Waren sie aber müde, dann kletterten sie von selbst in ihren Wagen.
Thomas, der älteste und gewichtigste von den dreien, kam bald dahinter, dass er den Wagen umkippen konnte, wenn er sich weit nach vorne lehnte und sich mit den Händen in der Schiebestange festhielt. So vergnügte er sich manchmal eine Viertelstunde lang damit, den Kinderwagen wie eine Wippe umzukippen und wieder aufzurichten. Dass dabei seine schlafenden Geschwister herauskugelten, störte ihn wenig. Saß Hilde, meine Frau, mit den Pflegekindern auf der Wiese, dann klatschten sie in die Hände, um sie zum Herumtoben aufzufordern. Und Carlo und Thomas spielten Haschen, indem sie mal in diese Richtung, mal umgekehrt um sie herumliefen. Carlo wollte ständig auf den Arm getragen werden. Der Waldläufer, welcher uns die Gorilla-Kinder mit dem Flugzeug aus Afrika hergebracht hatte, glaubte daher, dass der kleine Kerl innere Verletzungen haben müsste, denn Carlo konnte überhaupt nicht richtig laufen. Später kam heraus, dass er einfach noch zu klein zum Laufen gewesen war und die Besichtigung seiner Zähnchen ergab, dass er noch nicht ein Jahr alt war, soweit man damals überhaupt bei Gorillas, von denen noch keiner in Menschenobhut geboren worden war, das Alter so nach dem Gebiss bestimmen konnte, wie wir das bei Menschenkindern und bei den anderen Menschenaffen, den Schimpansen und Orang-Utans tun. Die ersten Monate saß Carlo mit Vorliebe auf Hildes Schoß und spielte stillvergnügt mit ihren Fingern. Unserer großen Boxerhündin Assi kamen die Gorilla-Kinder mit rührend kindlichem Vertrauen entgegen. Keines hatte Angst vor ihr. Sie patschten in ihr faltiges, gutmütiges Gesicht, umarmten sie, versuchten auf ihrem Rücken zu klettern und Assi spielte mit ihnen, auch wenn die kleinen, derben Waldburschen sie grob an den Beinen zogen oder ihr in den Mund fassten. Für das Nasewischen hatten sie zunächst alle drei nichts übrig. Sie waren recht ungnädig und versuchten zu beißen. Aber bald lernten sie, ihre breiten und kurzen Nasen hinzuhalten. Thomas liebte von Anfang an derbe Späße. Wenn Hilde auf der Erde hockte, stieß er sie plötzlich um und war begeistert, sobald sie scheinbar hilflos liegen blieb. Er kletterte auf sie und trommelte mit den Händen auf ihrem Körper. Natürlich gibt es manchmal auch Zank und Prügeleien zwischen den dreien. Spornstreichs muss Hilde alles stehen und liegen lassen und in das Tierzimmer rennen. Da gelten uns dann die Ohren, dann auch Katrin und Uschi, unsere Schimpansen, stimmten in jeden Klamauk begeistert ein. Manchmal bot sich allerdings auch ein unerwartetes Bild. Rafiki, der körperlich kleinste, aber auch pfiffigste, saß ängstlich schreiend auf einem Wandbrett, während das plumpe, dicke Thomaslein unten hin und her ging und mit den Armen herumfuchtelte und sich über dieses angsteinflößende Wirken seiner kleinen Person sichtlich freute. Dabei war Thomas Menschen gegenüber zunächst alles andere als beherzt. Kam ein Fremder, der nicht zu unserer Familie gehörte, so zog er sich gleich in die äußerste Ecke zurück. Und wenn sich die Schimpansen untereinander in die Haare gerieten, was beim Dreihäuser weiter hören konnte, dann umarmten sich die Lütten Gorillas ganz kleinlaut. Auch von meinem Sohn Michael hatte Thomas die ersten Monate Angst. Er weinte, wenn er mit ihm allein im Zimmer war, versuchte aber gleich frech zu beißen, sobald irgendein vertrautes Schürzenzipfel von Hilde oder unserem guten Hausgeist Else greifbar war. Als wir das letzte Mal in Afrika waren, schwoll Thomas zeitweise der Kamm. Er tobte in der ganzen Wohnung herum und wollte nicht zu seinen Brüdern zurück. Dann brauchte Hilde nur laut Michael zu rufen und schon setzte Thomas sich in Trab. Wenn das auch nicht mehr half, musste man im äußersten Notfall ein Herr aus dem Zoobrühe, das ein Stockwerk tiefer liegt, als böser Buhmann herauftelefoniert werden. Trotz aller gelegentlichen Balgerei liebten die drei sich innig. Als Carlo eines Tages mit dem Auto wegfuhr, um von Dr. Beutin gerünscht zu werden, weinte Thomas anderthalb Stunden lang und zum Schluss war seine ganze Behausung vollgemacht. Denn auch bei Menschenaffen, ja überhaupt bei vielen höheren Tieren, steht die Seele, genau wie bei uns, in geheimnisvoller Verbindung mit dem Schließmuskel. Bei ganz großen Aufregungen geht es manchmal in die Hosen. Die drei Gorillakinder mögen weder Schokolade noch Bonbons oder Plätzchen. Dagegen beißen sie so herzhaft in Zitronen, dass sich unser einem der Mund vom bloßen Zusehen zusammenzieht. Auch Weidenzweige, Knoblauch und Zwiebeln lieben sie sehr. Sie haben längst gelernt, jedes Medikament, mag es auch noch so niederträchtig schmecken, vertrauensvoll vom Löffel zu nehmen. Das ist ja so wichtig, wenn man Menschenaffen auf die Dauer gesund erhalten will. Denn sofern sie erst einmal größer geworden sind, kann man sie nicht mehr dazu zwingen. Sie haben viele herrliche Spiele. Thomas fasst uns an den Händen, hängt sich daran und will herumgeschwenkt werden. Tun wir ihm den Gefallen nicht, dann versucht er uns in die Hände zu beißen. Mitten beim Spielen schlägt er uns vor lauter Übermut mit beiden Händen plötzlich ins Gesicht. Ja, er beißt auch, aber niemals ernstlich. Etwas derber eher schon in die Beine. Alle drei stellen sich aus Wonne und Seligkeit auf und trommeln sich mit den Händen auf die Brust. Oft auch gegen die Wand und an ein Brett. Es muss nur schallen und dröhnen. Der kleine Carlo brachte diese berühmte Gorilla-Geste anfangs noch nicht zustande. Und erst nach Monaten probierte er sie, indem er sich rückwärts gegen die Wand lehnte. Doch auch so schaffte er es zunächst nur, sich mit den Händen auf den Bauch zu patschen.
Sobald er dabei höher nach dem Brustkorb hinlangte, kippte er gleich nach vorn über. Wir müssen allerdings aufpassen, dass niemand den Anschein erweckt, als ob er meiner Frau böse wollte, denn dann werden sie mutige kleine Kavaliere. Sie stürzen sich auf den Halunken und beißen ihn, wo er nur gerade hintrifft. Die Schimpansen machen es übrigens genauso. Wenn ihnen etwas nicht in den Kram passt, dann machen sie kurz »Äh«. Es ist eine der vielen Instinktäußerungen, die die drei Menschenaffenarten und der Mensch gemeinsam haben. Sie wird auch von allen dreien ohne weiteres verstanden. Rafiki ist ein sonderbarer Kauz und nicht ganz so schwarz wie die anderen, sondern eher etwas dunkelblond. Manchmal spielt er ganz für sich allein. Dann saugt er wohl 10-mal hintereinander auf allen Vieren im Kreis herum. Wiegt man ihn wie ein Baby auf den Arm, dann ist er eitel Glück und macht voller Wollust die Augen zu. Alle drei lachen, wenn man sie kitzelt, und obwohl sie sich kräftig dagegen wehren, lassen sie sich gern kitzeln. Thomas möchte uns immer gerne Eindruck machen. Sitze ich auf der Erde, dann galoppiert er polternd an mir vorbei und haut mit einem lauten Knall einen hölzernen Kegel neben mir auf die Diele. Sie haben ihre eigene Art, uns zum Spielen aufzumuntern. Carlo zum Beispiel kommt von hinten, beißt Hilde in den Po und erreicht damit durchaus, was er will. Sie läuft hinter ihm her. Im vorigen Winter sollten die kleinen Gorillas gestrickte Pullover anziehen. Nicht etwa, weil wir es schön fänden, sie wie Menschen auszustaffieren. Wir haben sie nicht einmal so fotografiert. Aber wir wollten sie auch bei rauer und kalter Luft ins Freie bringen. Erst haben sich die Racker hartnäckig gewehrt, sich die Dinger über den Kopf ziehen zu lassen. Nach wenigen Tagen aber hatten sie heraus, dass die Pullover einen Ausflug im Kinderwagen bedeuteten. Und so streckten sie uns künftig ihre kohlschwarzen Arme entgegen, um in die Strickjacken hineinzufahren. Nur aus meinen Notizen entnehme ich noch, dass Thomas sich früher davor graulte, allein in der Wohnung herumzulaufen. Heute kommt uns das selbst schon unglaubwürdig vor. Damals zog er uns immer an der Hand zum Tierzimmer, weil er sich da am sichersten fühlte. Wenn Hilde nicht folgen wollte, dann streckte er von hinten seinen Kopf zwischen ihre Knie, fasste mit den Armen ihre Beine und schob sie mit seinen Gorillakräften einfach hin. Ein Schaukelspiel von ihm geht so. Er setzt sich in die Schaukel und ich muss ihn gehörig in Schwung bringen. Jedes Mal, wenn er auf mich zukommt, versucht er, mich an den Haaren zu packen. Und dann besieht er seine Hände, ob er welche ausgerissen hat. Dabei ist mein Haarwuchs wirklich nicht sehr üppig. Der Schubiak schwelgt aber auch schon in der Wonne, wenn er mir nur einen Schlag auf den Kopf oder die Schulter versetzen kann. Saust die Schaukel richtig hoch, so schwingt sie beinahe bis an ein Wandbrett. Und dann knallt er mit den Händen darauf oder sucht, dort einen seiner Brüder zu packen und mit herunterzureißen. Die Katze am Schwanz durchs Zimmer zu ziehen oder unseren Hund Assi schnell einmal zu beißen und dann wegzulaufen, haben wir ihn längst abgewöhnt. Nicht dagegen gelang mir das bisher bei Thomas mit folgendem Scherz. Bei der abendlichen Wascherei im Badezimmer reißt er sich los, platzt mit Gebums in mein Arbeitszimmer, macht schnell eine Runde durch meine Stube und schleudert dabei mit einem raschen und energischen Griff eine halbe Reihe Bücher unten aus dem Regal ins Zimmer. Wenn er gar nicht wieder hinaus zu befördern ist, dann gehe ich mit Hilde einfach in den Flur und wir machen die Tür hinter uns zu. Im selben Augenblick verwandelt sich der tapfere kleine Held in einen Angsthasen, der jammernd hinterhergelaufen kommt und sich schnell noch zwischen die Tür klemmt. Wir waren natürlich sehr besorgt um unsere kleinen Gorillas, denn sie waren damals die einzigen in unseren Zoos. Deshalb war meistens meine Frau bei ihnen, auch wenn sie im Zoo spielten. Sie hängen buchstäblich am Schürzenbändchen. Und Thomas hat herausgefunden, dass er mit einem seiner kurzen, dicken Finger in den Saum des Unterrocks hineinbohren und ihn dann ringsherum aufreißen kann. Es ist schwer, solch übermütigen Schürzenkindern Anstand beizubringen, wenn hunderte von Zuschauern herumstehen, von denen jeder natürlich viel mehr von Kindererziehung versteht und mit seiner Kritik und seiner Belehrung nicht hinter dem Berg hält. Diese Besserwisser sind überhaupt der Kummer aller Zoowärter. Gibt man zarte, freundschaftliche Klapse oder Mahnungen, dann wird das von den stämmigen Wichten nur als Spaß und Spiel aufgefasst. Es reizt sie, die Sache sofort wiederzumachen, weil sie dadurch die Aufmerksamkeit ihrer Pflegemutter auf sich lenken. Wir fielen daher die Gorilla- und Schimpansenbengel aus allen Himmeln, als meine Frau eines Tages lange Hosen anhatte. Gorillas sind zwar nicht so durchtrieben und manchmal boshaft wie Schimpansen, die uns Menschen eben in jeder Hinsicht, auch in schlimmer, sehr viel mehr ähneln. Dafür haben die Gorilla-Böschlein auch jetzt, nachdem jeder 30 bis 40 Kilogramm wiegt, schon eisenharte Muskeln und unglaubliche Kräfte. Schließen wir nicht richtig ab, dann stellt sich Thomas mit dem Rücken an die Tür, fasst mit den Händen in ein Gitterwerk und hebt sie einfach mit dem Hinterteil aus den Angeln. Es beruhigt uns, dass er dafür immer gutmütiger und vertrauter mit uns wird, je mehr seine Kräfte wachsen. Nur mit der Eifersucht unserer afrikanischen Ziehkinder müssen wir rechnen.
Spielt Hilde mit den anderen beiden, kann es passieren, dass Carlos sie beschimpft und beißt. Thomas schlägt manchmal aus purer Necklust nach Rafiki. Dieser gerät außer sich vor Wut und Thomas lacht deswegen übers ganze Gesicht. Sobald Rafiki sich beruhigt, schlägt ihn sein Quälgeist von neuem. Thomas hat eine besondere Art von Humor, die überrascht, weil er dabei meistens ein ganz ernstes Gesicht macht. Neulich bat ein Herr, über die Absperrung im Kinderzoo steigen zu dürfen, um ohne störende Gitter durch eine Masche hindurch eine Filmaufnahme machen zu können. Fast wie auf Verabredung kamen Thomas und die beiden Schimpansen plötzlich angelaufen und bewarfen ihn mit Sand, den sie von ihrem Sandkasten unauffällig herbeigetragen hatten. Die drei sind richtige kleine Muskelprotze. Sie erinnern uns an Ringkämpfer, die Catch-as-Can spielen. Je stärker Thomas wird, umso mehr liebt er es, mit seinem Sohn Michael zu toben. Wenn er dabei so richtig kräftig zubeißt, braucht Michael nur "Au!" zu schreien und Thomas lässt nach. Er hat stets Angst, unsere Wohnung allein zu verlassen. Aber als Michael neulich wegging, rannte ihm Thomas alle 96 Stufen hinunter und während mein Sohn in das Auto stieg und abfuhr, stand der kleine Kerl laut schreiend auf der Freitreppe. Thomas setzt sich jetzt auch gern auf den Schoß von Michael und will dann von ihm den Arm genommen werden. Lässt sein Freund sie herabhängen, dann greift Thomas mit seinen kräftigen Händen hinter sich, holt Michaels Arme vor und legt sich über seinen dicken Bauch. Das kann er unermüdlich wiederholen. Und er hält die Hände meines Sohnes schließlich so eisern fest, dass dieser sie kaum losreißen kann. Die große rote Kerze von unserem Adventskranz war das erste Wachslicht im dunklen Zimmer, das der kleine Gorilla in seinem Leben sah. Er setzte sich still davor und sah es viele Minuten ernst an. Wir können von unserer Wohnung im 5. Stock weit über die Dächer Frankfurts und auf die Straßen sehen. Wenn es abends dunkel ist, gehen unsere Menschenaffenkinder gern ans Fenster und schauen mit großen Augen auf die Lichter und die Scheinwerfer, welche dort unten über den Asphalt gleiten. Dann stellen wir ihnen Stühle ans Fenster und die kleinen Quecksilber bleiben ruhig darauf sitzen. Gorillas schlafen anders als Schimpansen. Oft setzen sie sich an die Wand, lehnen sich mit den Schultern dagegen und dann kommt der Sandmann zu ihnen. Die Augenlider werden schwer und die Negerköpfchen sinken nach vorn auf die Brust. Jedes Menschenaffenkind bekommt abends sein Bettchen aus Holzwolle mit einer Decke darüber zurechtgemacht, aber nur einige von den Schimpansen decken sich zu. Thomas kann nur einschlafen, wenn er Rafiki umarmt und wenn dieser seinen Kopf auf der Schulter des Brüderchens liegen hat. Sind die afrikanischen Kinder eingeschlafen, dann geht Hilde noch einmal leise hinein, um ihnen ihre Betten aufzuschütteln und um zu sehen, dass jeder für den Morgen Obst und Brot neben sich liegen hat. Sobald sie dabei Rafiki zurechtlegt, wird Thomas im Halbschlaf unruhig und sucht nach seinem Schlafgenossen. Erst wenn er wieder im Arm fühlt, werden die Atemzüge ruhiger. Sie schlafen tief und ruhig, unsere Menschenaffenkinder.